Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und liebe Brüder und Schwestern im Glauben, hier in der Kirche und daheim am Bildschirm, von Herzen wünsche ich euch allen frohe und gesegnete Weihnachten, dass die Botschaft von der Geburt Christi Widerhall findet in unseren Herzen, dass die Gegenwart Gottes in unserer Welt, in unserem Leben, das Leben erhält, dass wir in frohen und in schweren Stunden getragen werden von der Gewissheit, Gott ist da, in unserer Welt, in unserem Leben. Er ist auch jetzt da, wir wollen ihn in unserer Mitte begrüßen und um sein Erbarmen bitten. Stellvertretend für uns alle singt der Chor Kyrie Eleison, Herr, erbarme dich. Allmächtige Gott, erbarme sich unser, er verzeih uns alle Sünde und Schuld. Er lasse uns mit reinem und mit frohem Herzen diese Feier begehen. Amen. Thank you.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast den Menschen in seiner Würde wunderbar erschaffen und noch wunderbarer wiederhergestellt. Lass uns teilhaben an der Gottheit deines Sohnes, der unsere Menschennatur angenommen hat. Ihr, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Jesaja. Wie willkommen sind auf den Bergen die Schritte des Freudenboten, der Frieden ankündigt, der eine frohe Botschaft bringt und Heil verheißt, der zu Zion sagt: Dein Gott ist König. Horch, deine Wächter erheben die Stimme. Sie beginnen alle zu jubeln. Denn sie sehen mit eigenen Augen, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Brecht in Jubel aus, jauchzt zusammen, ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk getröstet. Er hat Jerusalem erlöst. Der Herr hat seinen heiligen Arm vor den Augen aller Nationen entblößt. Und alle Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen. Wort des lebendigen Gottes. Lesung aus dem Hebräerbrief. Vielfältig und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen durch die Propheten. Am Ende dieser Tage hat er zu uns gesprochen durch den Sohn, den er zum Erben von allen eingesetzt, durch den er auch die Welt erschaffen hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens. Er trägt das All durch sein machtvolles Wort, hat die Reinigung von den Sünden bewirkt,
und sich dann zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, wie der Name, den er geerbt hat, ihre Namen überragt. Denn zu welchem Engel hat er jemals gesagt: Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Und weiter: Ich will für ihn Vater sein, und er wird für mich Sohn sein. Wenn er aber den Erstgeborenen wieder in die Welt einführt, sagt er: Alle Engel Gottes sollen sich vor ihm niederwerfen. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden, und ohne es wurde nichts, was geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen, und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Ein Mensch trat auf, von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Alle, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater,
voll Gnade und Wahrheit. Johannes legt Zeugnis für ihn ab und ruft: Dieser war es, über den ich gesagt habe, er, der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir war. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Niemand hat Gott je gesehen, der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Glauben, hier in der Kirche und daheim am Bildschirm. In Schlössern und Museen gibt es oft Schilder mit der Aufschrift »Bitte nicht berühren«. Dadurch sollen wertvolle Gegenstände vor Verschmutzung und Beschädigung geschützt werden. Christus wurde bei seinem Kommen in die Welt nicht in einem Schloss geboren, sondern in einem Stall. Darin gab es kein Schild mit der Aufschrift »Bitte nicht berühren«. Im Gegenteil, in Christus hat Gott sich dem Schmutz und der Zerstörungskraft der Menschen ausgesetzt. Durch Christus hat Gott sich berühren lassen. So hat der Apostel Johannes geschrieben, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir geschaut und was unsere Hände angefasst hat, das verkünden wir,
das Wort des Lebens. Dieses Wort ist in Christus Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Gott hat kein Herz aus Stein, das bei all dem Unheil in der Welt kalt bleiben könnte. Er hat sich von der Not der Menschen berühren lassen. Er ist in die Welt gekommen, um uns davon zu erlösen. Und diese Botschaft will nicht einfach nur zur Kenntnis genommen werden. Diese Botschaft will uns im tiefsten Inneren berühren. Und deshalb gehört sie auch nicht ins Museum, sondern in die Herzen der Menschen. Bitte nicht berühren. Dieses Motto gibt es nicht nur in Schlössern und in Museen, sondern in gewisser Weise auch bei Menschen. Manche wollen sich nicht berühren lassen, weil sie abgehoben und unnahbar sind. Andere, weil sie vielleicht Berührungsängste haben und zu viel Nähe fürchten. Wieder andere, weil sie Ansteckungen oder Verletzungen vermeiden wollen. Schmerzen, wenn wunde Punkte berührt werden. Und manche auch, weil sie sich von anderen abgestoßen fühlen, ekeln. In Indien, habe ich mir sagen lassen, gibt es eine ganze Bevölkerungsgruppe, die man die Unberührbaren nennt, die sogenannten Dalits. Dieses Wort bedeutet auf Deutsch die Zerbrochenen, die Zertriebenen, die Niedergetretenen oder auch die zur Schau gestellten. Obwohl die Dalits in Indien offiziell gleichberechtigt sind, werden sie wohl noch immer massiv benachteiligt und eben von vielen gemieden. Bitte nicht berühren. Im Sinne dieser Dalits war Christus auch ein Unberührbarer. Bei seinem Leiden und Sterben haben sich die Worte aus dem Buch Jesaja erfüllt. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden. Ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Schon im Stall von Bethlehem und erst recht später auf Golgotha konnte man den Eindruck haben, dass dieser Gott ziemlich heruntergekommen ist. Ein Theologe hat dazu geschrieben, statt wie unter uns Menschen üblich eine Karriere nach oben anzutreten, tritt Gottes Sohn die Karriere nach unten an. Unten, das ist hinfort sein Ort. So gesehen glauben Christen an einen im wahren und im übertragenen Sinn heruntergekommenen Gott. Hinabgestiegen, indem er Mensch wurde, hinabgestiegen, indem er zum kleinen Kind wurde, hinabgestiegen, indem er schon als kleines Kind fliehen musste, hinabgestiegen, indem er gehorsam wurde, arm, verlassen, verfolgt und schließlich hingerichtet. Immer hat er sich auf den letzten Platz begeben. Aber gerade darin besteht auch die große Hoffnung, die Weihnachten aufrichtet. Jedem ist Gott unendlich nah und keinem ist er fern. Gerade die Kleinen und Armen, die Leidenden und Hungernden, die Verachteten und Ausgestoßen, die, die äußerlich gesehen auf dem letzten Platz stehen, die sind ihm, seiner Liebe und seiner Anerkennung am allernächsten. Ähnlich hat sich gestern Abend Papst Franziskus in seiner Weihnachtspredigt geäußert und gesagt, Gott kommt nicht hoch erhaben daher, er begibt sich hinab in das Kleine. Das ist der Weg, den er gewählt hat, um zu uns zu gelangen und um unsere Herzen zu berühren. Er, der das Universum umspannt,
muss in einem Arm getragen werden. Er, der die Sonne gemacht hat, muss gewärmt werden. Er, der die Zärtlichkeit in Person ist, muss liebkost werden. Die unendliche Liebe hat ein kleines, schwaches Herz. Das ewige Wort ist ein Baby, unfähig zu sprechen. Das Brot des Lebens muss gefüttert werden. Und der Schöpfer der Welt ist obdachlos. Heute ist alles umgekehrt. Gott kommt klein in den Welt, in die Welt. Er macht sich in den Augen der Welt klein. Und wir erstreben Größe. Gott steigt herab und wir wollen auf das Podest klettern. Der Allerhöchste zeigt Demut und wir wollen groß herauskommen. Gott sucht die Hirten, die Unsichtbaren, und wir wollen gesehen werden. Jesus wurde geboren, um zu dienen, und wir jagen dem Erfolg nach. Gott sucht nicht Stärke und Macht, er wünscht Zärtlichkeit und Bescheidenheit. Das ist es, warum wir Jesus an Weihnachten bitten wollen, um die Gnade der Kleinheit. Was Papst Franziskus damit meint, hat er beispielhaft an ein paar Punkten erläutert. Für ihn geht es darum zu glauben, dass Gott in die kleinen Dinge unseres Lebens kommen will, dass er Teil unseres Alltags werden will und dass wir die kleinen Dinge des Lebens zu schätzen lernen. Für Papst Franziskus geht es darum zu glauben, dass Gott auch in unsere Kleinheit kommen will, dahin, wo wir uns schwach, zerbrechlich, unzulänglich, vielleicht sogar als gescheitert erleben. Und dass er uns so annimmt, wie wir sind. Für Papst Franziskus geht es darum, dass wir Jesus in den Kleinen von heute in die Arme schließen. Dass wir ihn in den Geringsten lieben und ihm in den Armen dienen, mit denen er sich offensichtlich schon von Anfang an identifiziert hat. Dass wir uns von ihrer Not berühren lassen. Bitte nicht berühren, steht in Schlössern und Museen. Aber Gott ist für uns Menschen berührbar geworden. Im großen Glaubensbekenntnis heißt es, für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel herabgekommen. Die Frage ist, inwieweit ich mich davon berühren lasse und inwieweit ich mich dann auch dazu bewegen lasse, sozusagen vom hohen Ross meiner Ansprüche und Ambitionen herabzusteigen, mich selber klein zu machen und meine wahre Größe zu erkennen, die ich von Gott her habe. In einem Weihnachtsbrief, den ein Kapuzinerpater bekommen und dann auch hinterher mit Erlaubnis veröffentlicht hat, heißt es: Seit es Weihnachten gibt, musst du dich nicht immer neu vor dir beweisen und andere überbieten. Seit es Weihnachten gibt, brauchst du dich nicht ständig zu rechtfertigen und immer noch mehr Leistung zu bringen. Seit es Weihnachten gibt, brauchst du dich nicht größer darstellen und andere klein halten, dich selbst ins bessere Licht rücken und andere in den Schatten stellen. Seit es Weihnachten gibt, musst du dich nicht selbst retten. Denn Christus, der Retter, ist gekommen. Seit es Weihnachten gibt, darfst du wissen, du bist wertvoll und liebenswert, auch wenn dich andere das Gegenteil glauben lassen und wenn du es selber kaum glauben kannst. Du bist geliebt, unendlich geliebt. Schau auf die Krippe, sieh die Demut und Liebe Gottes und traue seiner Liebe. Nimm sie an. Und nimm sie in dich auf. Im Kind von Bethlehem hat Gottes Liebe Hand und Fuß bekommen und ein menschliches Gesicht. Lassen wir uns in diesen Tagen der Weihnacht neu berühren von der Liebe Gottes. Bitte nicht berühren, steht auf Schildern, in Schlössern und Museen. Gott aber hat sich berühren lassen von der Not der Menschen. Er ist mit uns in Berührung gekommen.
Und er wünscht sich nichts mehr, als dass auch wir uns berühren lassen vom Schicksal unserer Mitmenschen. Für all das steht die Geburt Jesu im Stall von Bethlehem. Wenn man so will, hängt an der Krippe ein unsichtbares Schild mit der Aufschrift: Bitte berühren. Bekennen wir unseren Glauben an den menschgewordenen Gott heute mit dem großen Glaubensbekenntnis. Wir sind eingeladen, bei den Worten von der Menschwerdung kurz niederzuknien oder uns zu verneigen. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt, und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen, für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen. Hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten, und die eine heilige, katholische und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Herr Jesus Christus, als Mensch, als kleines Kind suchst du unser Leben auf und erfüllst so unsere Sehnsucht, dir nahe zu sein. Voll Vertrauen wenden wir uns an dich. Durch dein Wort ist alles entstanden. Hilf uns, die ganze Schöpfung zu schützen und zu bewahren. Voll Achtung und Ehrfurcht. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. In dir ist das Leben, das alle Menschen mit Liebe erfülle. Steh den Menschen mit deiner Liebe bei, die in Situationen von Katastrophen, Krieg und Gewalt leben müssen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Du bist das Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Stärke alle Christen mit deiner Kraft und der Freude aus deiner Geburt, um deine Liebe in ihrem Leben zu bezeugen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Du kamst in unsere Welt, aber nicht alle erkannten in dir das Heil. Lass alle, die nur auf sich selber vertrauen, Gottes heilenden und stärkenden Geist erfahren. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Du bist Mensch geworden und hast unter uns gewohnt. Hilf unseren Kirchen, die frohe Botschaft menschenfreundlich zu verkünden. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Herr Jesus Christus, durch dein Kommen schenkst du uns Heil und Erlösung. Dafür danken wir dir, heute und in Ewigkeit.
lasset uns beten. Gott, unser Vater, in diesen Gaben willst du uns Versöhnung schenken und uns wieder mit dir verbinden. Nimm sie an und gib durch sie unserem heiligen Dienst die höchste Vollendung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn Fleisch geworden ist das Wort, und in diesem Geheimnis erstrahlt dem Auge unseres Geistes das neue Licht deiner Herrlichkeit. In der sichtbaren Gestalt des Erlösers lässt uns den unsichtbaren Gott erkennen, um in uns die Liebe zu entflammen, zu dem, was kein Auge geschaut hat. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den hochheiligen Tag, an dem Maria in unversehrter Jungfräulichkeit der Welt den Erlöser geboren hat. Durch ihn, unseren Retter und Herrn, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deine
Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Stefan und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Wendelin und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es, darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Als Christus geboren wurde, verkündeten Engel den Frieden auf Erden. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, starker Gott, Friedensfürst, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Geben wir einander ein Zeichen des Friedens.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Leib Christi.
lasset uns erbieten. Barmherziger Gott, in dieser heiligen Feier hast du uns deinen Sohn geschenkt, der heute als Heiland der Welt geboren wurde. Durch ihn sind wir wiedergeboren zum göttlichen Leben. Führe uns auch zur ewigen Herrlichkeit durch ihn, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Herzlichen Dank allen, die in irgendeiner Weise bei der Vorbereitung, Gestaltung und Übertragung dieses Gottesdienstes mitgewirkt haben. Herzlichen Dank euch allen für das Kommen und Mitfeiern, für die gegenseitige Bestärkung im Glauben. Herzliche Einladung zu den weiteren Weihnachtsgottesdiensten in diesen Tagen. Heute Abend feierliche Weihnachtsvesper in Forbach. Morgen früh die Gottesdienste zum Fest der Heiligen Familie. Und morgen Abend hier in der Kirche feierliche Abendmusik. Ein Gottesdienst mit Texten, Gebeten und einer ganz besonderen musikalischen Gestaltung. Der Erlös ist zugunsten des Kirchenbauvereins. Euch allen frohe und gesegnete Weihnachten. Bitten wir Gott dazu um seinen Segen. Der Herr sei mit euch. Der barmherzige Gott hat durch die Geburt seines Sohnes die Finsternis vertrieben und diesen Tag erleuchtet mit dem Glanz seines Lichtes. Ihr mache eure Herzen hell mit dem Licht seiner Gnade. Den Hirten ließ er durch den Engel die große Freude verkünden. Mit dieser Freude erfülle ihr euer ganzes Leben. In Christus hat Gott Himmel und Erde verbunden. Durch ihn schenke er allen Menschen guten Willen, seinen Frieden. Durch ihn vereine er euch mit der Kirche des Himmels. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Amen.